Sam, die Olex. Wirklich schade, dass man in 1 Grad keine echten Sterne sehen kann. Wobei diese Aussicht auch nicht schlecht ist. Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Da, wo ich im Real Life lebe, ist der Nachthimmel viel zu hell. Stimmt ja, du bist ein Großstadtkind. Och Mann, jetzt mach dich nicht darüber lustig. In meiner Gegend gibt es ein paar nette Plätze mit toller Aussicht auf den Sternenhimmel. Und sogar eine kleine Sternwarte. Dann versprich mir, dass wir irgendwann dorthin gehen und uns Sternschnuppen ansehen. Ist gut. Irgendwann mal. Um das tun zu können, müssen wir dieses Spiel lebend abschließen. Ja. Und wenn es soweit ist, schenke ich dir auch in der echten Welt einen Ring. Der 6. November 2022 war der Tag des Launches von Sword Art Online, einem exklusiven Game für die Full-Dive VR-Spielkonsole Nerf Gear. 10.000 User wurden von seinem Entwickler Akihiko Kayaba daran gehindert, sich auszulocken und waren in dem erbarmungslosen Death Game gefangen, in dem ein Game Over gleichbedeutend mit dem Tod in der Realität war. In dieser erdrückenden Verzweiflung gab es Spieler, die zum Schwert griffen, mit dem Ziel, das Spiel zu beenden. Spieler, die der Furcht erlagen und den Kontakt zu anderen abbrachen. Und sogar Spieler, die anderen Menschen das Leben nahmen. Und dann, nach einer Zeit, die wie eine Ewigkeit erschien, wurde das MMORPG nach einer Spielzeit von 2 Jahren am 7. November 2024 dank der heldenhaften Tat eines einzelnen Spielers beendet und die Spieler befreit. Letzten Endes fielen dem Spiel fast 4.000 Menschen zum Opfer. Und mit dem Tod des Initiators Akihiko Kayaba war der Fall abgeschlossen. Die überlebenden Spieler nannte man von da an SAO-Survivor. Im Augenblick sind sie dabei, in ihren normalen Alltag in der Realität zurückzufinden.